Vielleicht später. Nice. So wieder so ein unbesiegbaren Ding. Wir bräuchten 4 Kriegs, um auch nur den Hauch einer Chance zu haben. Ja, und dann na gut, haben wir sie also ganzen Scheißweg, hätten wir uns auch sparen können. Mann! Oh, Iridium, danke. Oh, nochmal Iridium, danke. Deswegen mache ich immer die Scheißvasen kaputt. Finde den unsterblichen Gollum, aber es ist das gleiche, ne? Finde den unsterblichen Gollum. Holo oder ein Schwert von Gollum zurück. Der ist doch nicht Gollum, erzähl doch keinen. Gollum. Achso. Hat der Golem. Oder Golem. Ja, aber der ist unsterblich und nicht unbesiegbar. Eigentlich dürfte das nicht das gleiche sein. Hatten wir schon letztes Mal die Diskussion, wollen wir es rausfinden? Ja, komm, scheiß drauf. Aber ist doch cool. Aber ich glaube, das ist machbarer als anderer. Diese andere Unsterbliche. Kann sein. Wir müssten eigentlich nochmal den anderen unsterblichen Scheiß versuchen, den wir als allererstes hatten. Vielleicht ist der jetzt ein bisschen einfacher? Wenn wir jetzt deutlich bessere Waffen. Wenn der nicht mitlevelt, dann können wir es vielleicht schaffen. Doch, ich glaube, er levelt ein bisschen mit. Hm. Haben wir trotzdem ausprobieren. Wenn wir mehr als sterben, kann man ja nicht. Mehr als sterben. Okay, dann bezahle ich aber diesmal das, die Iridiumgebühr. Ich glaub, oh Gott, Entschuldigung. Ich glaube, die muss man nur einmal bezahlen. Oh Gott, können wir nicht mal raus? Ja. Ach so. Ich dachte. Doch. Tiny Tina, hast du schon mal, ne? Weil wir es nicht geschafft haben. Ja, blöde Kuh. Hast du schon mal ein Segelbrett in der Fresse gehabt mit deinen 13 Jahren? Frag nur, für einen Freund. Wenn wir wissen, was du für Lebenserfahrung hast, natürlich. Ich will dir nicht antun. Vielleicht stolperst du aus Versehen. Wir sollten sie wieder zwingen, Salat zu essen. Oh, du, ich kenn wunderbare vegane Rezepte. Menschen. Oh, veganes Matt. Ist das der Salat ist schlimmer. Die Sonne geht unter, veganes Matt kommt hoch. So funktioniert das nämlich, Freunde. Du Tiny Tina, jetzt gibt's Pizza, aber jetzt lass du mich nie wieder aus. Das ist die Höchststrafe. Das ist zu viel. Ja, also wer mich auslacht, verdient das. Hatte Tiny Tina nicht sogar gesagt, dass die Ananas auf Pizza macht in dem Scheißding hier? Ich meine mich zu erinnern. Ich hasse sie. Ich will dieses Teil der Wallet und nicht in meiner Bibliothek haben. Warte mal. Wie hieß nochmal dieses Ding, wo? Ich will. Das andere Ding war. Teil der Wallet doch nicht in meiner Bibliothek haben. Mit so etwas möchte ich nicht identifiziert werden. Wieso soll ich das? Verstehe ich. Also. Oh. Ah, hier, Washburn-Raffinerie, das war das. Boah, kann man nur sowas Räudiges essen. Ich weiß nicht, also da müssen wirklich schon sämtliche Geschmacksnerven abgefault sein irgendwann. So, hier wollte ich rein. Hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Gucken, ob das jetzt genauso beschissen läuft wie letztes Mal. Ne, Moment, das ist der falsche. Nö. Oh. Entschuldigung. Ich hab's eben kurz versucht zu googeln auf der Stelle jetzt. Da stand nichts drin, dass das jemand gesagt hat. Keine Ahnung. Aber er hat es natürlich gesagt, ich hab's in den falschen Warte mal. Du kannst doch die richtige Quest auswählen, ne? Oh, ich hab 5 Badass Tokens. Warte mal. Das war Hyperius, ne? Ja. Hyperius, diese Spacken. Diese Salatgurke, du. Salatgurke, was zum Teufel? Alter, und ich hab das eben kurz gegoogelt, ne? Bereue ist jetzt schon, ich habe eben Restaurants angezeigt bekommen, das anbieten. Zu Hawaii. Ich hätte das nicht, also, ich wollte nur was wissen, ob Tiny Tina es ist, nicht ob ich das fresse. Bin schon wieder sauer, ne? Ich hab das so das Video so gefeiert, wo der danach. Ich hab Neapel gefahren ist. Und der dann eine Pizza beigefragt hat. Ich hab das nur gefeiert, das hab ich gefeiert. Und so, no! Man muss schon sehr respektlos sein, um sich sowas zu trauen. Ist dein Leben so scheiße, dass du das machen musst?
Wahrscheinlich ja. Wenn du noch bei Verstand bist, dann machst du sowas doch eigentlich nicht. Und weißt du, was er da macht? Er kauft sich normale Pizza im Restaurant und holt sich dann so eine Dose Ananas. Ja, und dann kippt er die ja drauf. Ich möchte dieser Person bitte beide Beine abbrechen. Und beide Arme. Weil jetzt stellt sich so eine scheiß Gasse von Neapel und isst die auf. Und denkt mir, Junge, du denkst jetzt in der Gasse sieht dich keiner, oder wie? Das war nämlich blöderweise eine Innenstadtgasse. Solche Leute müssen wirklich einfach, also zu ihrer eigenen Sicherheit wirklich gestoppt werden. Und dann kippt er das auch noch die Dose drüber, weil es ist ja die ganze Flüssigkeit, kippst du da noch rein. Ich meine, das hat ja eh die ganze Flüssigkeit, da ist ja eh auf. Kann man so ein perverser Bengel sein? Ich verstehe sowas nicht. Ich glaube, wir mussten die vorher killen, oder? War das nicht so? Kann sogar sein. Alter, ich hab... Nee. Style und das Geld. Ich hab alles, was den Fotzen so gefällt. Ah ne, Moment. Sorry, falscher. Problem ist, ich hab mal Pizza bei kalt gegessen. Das ist doch das Erbärmlichste. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das schlimmer oder besser ist. Das ist aber schlimmer, es ist schlimmer. Das Problem ist, der Saft wird ja, der ist ja alles kalt. Und dieser kalte Saft ist dann so wie so eine extra kalte Schicht. Müsst ihr dir so vorstellen. Verdammt, Alter. So. Ja, das ist ein Argument. Also, es schmeckt besser, wenn es warm ist. Also, ja, aber es ist nicht gut. Pfui, Teufel. Habt ihr jetzt bald mal? Ja, das ist Lotto, du kannst mir am Arsch lecken. Das ist... Maul halten! Das ist ungefähr so, wenn man Battlefield 2042 ungepatcht spielt und keinen Spaß hat und ein Spiel ist gepatcht, dann macht es zwar mehr Spaß, ist aber immer noch kein gutes Spiel. So ist das ja ungefähr. So ist das... Ich bin einfach ein zu guter Mensch. Ich wollte das nicht wegwerfen. Ich bin zu lieb. Ich bin zu lieb für diese Welt. So. Ja, ich hasse Lebensmittelverschwendung. Also ich verstehe das tatsächlich, aber... Also da wird es mir schon echt schwer fallen, muss ich sagen. Beim nächsten Mal würde ich dann einfach sagen, wenn ich auf einer Feier... Ich würde das auch nicht nochmal probieren. Aber wenn ich das nochmal greifen würde, aus Versehen, ich würde es dann nie von dem kloppen. Mir scheißegal, wie viel... So, wenn das ein Stück wäre, wenn ich nur ein Stück, würde ich sagen, nee, das ist so widerlich. Das würde ich nicht nochmal essen. Ja, absolut verständlich. Also ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht hat. Hast du schon mal aufgewärmten Ketchup gegessen? In Kartoffelpüree gerührt? Nee. Ja, hab ich auch schon gegessen. Wobei ich mir das nicht bestimmt vorstelle wie Pizza Hawaii, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ja, das Problem ist, die hat nicht den Curry-Ketchup genommen, sondern diesen Tomatenmark-Ketchup, der so ganz komisch schmeckt. Das war noch widerlicher. Ja. Geil, Alter. Oh, hier ist es. Muss man doch nochmal bezahlen. Okay, jetzt habe ich 28 bezahlt. Gut. Oh, was? Oh Gott. Egal. Ne, 8. Also 20 plus 8. Das sind insgesamt 28. Egal. Guck mal, der ist im Level 32. Versuchen wir es mal. Okay. Sag mal. Sprich deutsche Huren. Du weißt ja erstmal die Handlanger, ne? Okay, jetzt geht er deutlich schneller. Ja. Übrigens, ich weiß, ich habe auch einen Trick. Ich glaube, muss immer die abschießen, die nicht in dem, wie heißt das, nicht geschutzschild werden, also die keinen Schutzschild haben. Ja, genau. Der hat den Schutzschild, das heißt ein anderer. Der linke hinten. Ah, ja. Ich meine, ich kann ja mal versuchen, soll ich die mal versuchen, mit meiner Kraft zu holen? Meiner Fähigkeit? Wenn du, ja, warum nicht? Okay. Quatsch mich nicht dauernd frei! Ja. Oh, du hast den kaputt gemacht. Holy shit. Welch wunderschönes Elend! Also, das greift er mich an, ne? Nee. Ja. Ja. Okay, das ist interessant. Lärm mal reden, okay.
Geh zum Logopäden, Alter. Nimm mal einen Schwanz aus dem Mund, wenn du mit uns redest. Was ist denn das für eine Unverschämtheit? Boah, ich... ne. Macht mir viel Schaden. Ich bin dann mal weg. Habt ihr werdet angegriffen? Ne, wir greifen euch an. Danke. Was, töte Chewbacca? Hast du gesagt? Warum? Dann töte Chewbacca. Bocker nicht töten, das ist ein Mitglied unserer Gesellschaft. Ich glaube, bei mir hat er gesagt, komm in Chewbacca. Also ich werde Chewbacca definitiv auch nicht ficken, also vergiss es. Es kommt. Steh nicht auf haarige Weiber. Es kommt leider für ein Kind raus. denkst du, ich will das wissen? Ja, ich will das wissen. Das waren drei. Aua, drei kurze Folge. Du kannst mir mal meinen Cock sacken. Wir sollten mal relativ nah beieinander bleiben, du weißt. Vielleicht will er erst Chewbacca killen und dann in ihn reingehen. Ich meine, das sollte doch nicht pervers sein, aber möchte er so. Ja, Nekrophilie ist ja auch so eine Sache, ne? Also. Nein! Kannst du nicht ausschließen! Ich kann es nicht ausschließen. Nein, nein, nein! Den... Okay, wir haben alle down. Oh. So, jetzt wird's interessant. Boah, den hab ich auf Provision down. Oh, das waren 41.000, der war gar nicht so schlecht, der Angriff. Ja, leider war es der letzte, nur der letzte Schlag, aber für den letzten Schlag. Boah. Du bist zu langsam, alter Mann. Oh. Der kriegt Schaden, aber richtig. Na komm. Ich bin dann mal. Oh oh. In wenigen Sekunden, jetzt meine Fähigkeit wäre jetzt bereit. Oh, ich habe jetzt gerade ziemlich. Versuch's ruhig. Ich glaube, er fokussiert mich sowieso gerade. Ja. Oh mein Gott, kriegt der Schaden. Oh mein Gott, kriegt der Schaden. Dann kannst du den die Spuren jetzt bannen. Okay, ich hau ab. Also, ich lade die Verbesserung ein. Alter, der ist halb tot. Der ist halb down, ja. Okay. Also, diesmal hat es wirklich gelohnt. Ja, ich wusste es doch. Mit der Feuerwaffe mache ich relativ guten Schaden tatsächlich. Mehr als mit der Sniper. Weil ich nicht so oft Crits lande. Was hast denn du für einen Cooldown mit deiner Fähigkeit eigentlich? Das kommt glaube ich auf den Schaden an und wie viel ich abkriege und wie viel ich mache. Und wie viel Gegner ich töte. Ja, ist natürlich relativ langsam, weil ich müsste eines Gegner töten. Er ist ja nicht so schlimm, also solange er nur mich fokussiert, das ist ja voll okay. Ja, dann der Angriff war auch fairer, bin ich gleich tot. Und letztes Mal, da war ja auch das ja. Auch unfair. Ja, diesmal sind wir stark genug. Diesmal werden wir ihn besiegen. Er ist ja fast down, Alter. Mich dürstet nach deinem Blut. Ah. Au, du bist Chewbacca-Fan? Tut mir leid, ich bin ein großer Chewbacca-Fan. Er ist fast weg. Ich hol nochmal die Sniper raus. Wir haben ihn! Ja! Nice! Teufel mit dem Kerl! Gut gemacht, mein Freund! Stark! Zurück, sobald du fertig bist, seine Verstümmelte Leiche zu plündern! Stark! Sehr schön! Und was ist jetzt die Belohnung? Wir haben jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, bei diesem einen Händler da Sachen zu kaufen. Das müssen wir uns gleich mal ansehen. Aber bis jetzt lohnt sich meine Rede noch nicht. Ich möchte gerne, dass sie es lohnt. Gib's gerne aus. Ja. Das stimmt, aber wir müssen auf jeden Fall erstmal zurück zu dem gruseligen alten Mann und dann gucken wir mal.
Ah, du, ich brauch den Händler doch nicht. Also, ja, war nett. Happy, wir haben Hyperius den Unbesiegbaren besiegt. Jetzt schieße ich wusste es doch. In die Fresse. Wie ist ja, so mein Erfolgserlebnis? Ein Drachen sind aber auch machbar. Ja, safe, wir müssten dafür nur noch ein bisschen stärker werden, weil die halt deutlich höher vom Level her sind. Wir müssten ja dafür noch mal ein bisschen besser werden. Aber wir ansonsten. Können ja auch bald mal das nächste DLC starten. Oder nächste Session. Schätze ich mal. Und dann können wir es ja so machen, dass wir dann danach, nach dem DLC, mal den Rest spielen, so einen Epilog einfach machen. Ja, ja. Und dann mal gucken, was fehlt, was kann man denn noch Schönes machen. War ja irgendwie klar, dass es ja keine Schnellreiseoption gibt. Ja, weil das ist ja das Schöne am Borderlands, man muss, selbst wenn man die Hauptstory zu früh abschließt, kann man das alles noch nachspielen. Und das macht ja wirklich Laune und macht auch Spaß und macht auch Sinn. Ja, auf jeden Fall. Weil bei vielen Spielen bin ich eigentlich nicht mehr motiviert, wenn die Hauptquest durch ist, bin ich nicht mehr motiviert weiterzuspielen. Aber hier macht das Sinn, das ist so selten. Fühle ich, ja. Also, denn eigentlich wären wir mit dem Spiel schon lange durch, schon lange ist ja nur noch Endgame-Content, wenn man so will, eigentlich. Ja, richtig. Aber das war echt gut, dass dir aufgefallen ist, dass immer einer kein Schild hat. Nee, ist mir nicht aufgefallen, das habe ich mal letztes Mal bei YouTube geguckt, weil wir so kacke verloren haben, daher wusste ich das. Wo ich gedacht habe, die Videos halt gezeigt habe. Oh. Manche haben auch übrigens gescheatet. Da sonst welche. Ja, habe ich gesehen. Granatenwaffen gehabt. Das ist egal, wissen es macht. Und dein Skill natürlich, der hat natürlich das Ding auch komplett zerlegt. Nee, das ist ein Skill, wusste ich nicht, aber ich kannte jetzt auch keinen, der so einen Krieg gemacht hat. Da habe ich jetzt keinen gesehen. Ja, aber der ist halt. Oh. Der ist halt gegen solche Gegner mega gut. Was zur Hölle? Und dann können wir ja beim nächsten Mal, würde ich sagen, können wir die letzte Story machen, haben die Stories durch. Und dann machen wir noch ein bisschen Gameplay-Content. Und zocken einfach. Genau. Und dann DL3, dann machen wir es da genauso. So ungefähr. Das schätze ich mal auch gut drauf ablaufen. Da gab es ja auch DLCs. Oh, ey. Ah, Verletzung, Mama. Ja, hol doch. Stinken, wenn ich du wäre. Aber ich freue mich für dich auf nächsten Monat. Nee, 2K, ne? Nee, Take-Two war ja Goxer. 2K jetzt raushaut, da freue ich mich für die nächsten Monate. Wieso, was kommt da? Borderlands 4 oder Mafia 4? Was jetzt kommt? Ach, nächsten Monat, aber erstmal die Ankündigung meinst ja, du, ne? Ja, die Ankündigung auf jeden Fall, ja. Also wenn, würde ich sagen, Dezember diesen Jahres, wenn frühestens. Aber ich glaube eher nächstes Jahr. Ja, passt. Also ich würde es ja gut finden, so, ne, das wäre geil, wenn die so kommen, dass sie doch alle durchspielen können. Wenn du sogar vorstellen. Ja, wen? Ah, hier kann man noch so einen coolen Ding spawnen, den hatten wir auch lange nicht mehr. Den habe ich auch nicht verstanden. Willst du von Leufern? Ich war. Warum man sagte Mafia 4 oder Borderlands 4 oder Bioshock 4? Weil es sind alles unterschiedliche Firmen, die es machen, also. Das war die beste und lohnenswerteste Autofahrt. Ich dachte, wir haben einen weiteren Weg. Egal. Ich fahre mal kurz zum Lidl 500 Meter später. Mit dem fetten SUV, um da dann Avocados zu kaufen, weil die sind ja so umweltschonend. Ja, perfekt, läuft. Ja, da haben wir schöne Avocado, ey. Hi, ne? Ah, ist ja gruselig. Die Sierra im Warten. Meister Gida und sie. Oh Gott, es gibt noch ein übles Ding gefunden, das du bekämpfen musst, mein Freund. Ich weiß nicht, was es ist, aber du wirst es vernichten, weil du der coolste weit und breit bist. Viel Glück. Der Sabbat I. Okay, ja, Meister Gida. Müsste eigentlich gehen. Würde ich auch sagen. Aber vielleicht nicht mehr unbedingt heute. wir haben schon drei. Aber ich würde mal kurz zu diesem Händler gehen. Noch keinen Wächter-Seraphen bezwungen hast, haben wir nichts zu. Aber das haben wir doch. Das ist ja voll frech. Na, aber vielleicht müssen wir noch. Seraph-Kristalle. Du musst deine Seraph-Kristalle brauchen wir. Wir haben keine Kristalle. Also das waren die. Na gut, okay. Na gut. Aber das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Wir sind auf jeden Fall
nicht so weit gekommen, wie ich gedacht hätte. Wir wollten das DLC durchspielen, wir haben das DLC nicht mal angefangen. Perfekt, so macht man das nämlich. Stattdessen haben wir 2 Stunden in einem Wellenkampf verbracht und dann noch Hyperius den Unbesiegbaren besiegt, sodass er jetzt nicht mehr der Unbesiegbare ist, sondern Hyperius der Besiegte. Und das macht natürlich seinen ganzen Ruf kaputt und deswegen wird er uns wegen Verleumdung und Übernachrede anzeigen. Wir werden in den Knast gehen, mindestens 5 Jahre und 100 Tagessätze A60€ bezahlen, sodass wir offiziell vorbestraft sind und wir können unsere Let's Player-Karriere an den Nagel hängen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.